Hallo, Brathähnchen aus dem Römertopf, schnell und einfach. Gänsekeulen, Enten haben wir schon mal gemacht und jetzt heute mal Hähnchen. Viele Zutaten werden nicht benötigt. Das Hähnchen innen und außen waschen und trocken tupfen. Das Hähnchen innen und außen mit der Ölmischung einpinseln, ca. ein Teelöffel davon zurückhalten. Mindestens 30 Minuten ruhen lassen, dabei ein paar Mal wenden. Die Zwiebeln schälen, ein bisschen klein schneiden und auf dem Boden des Römertopfs verteilen. Das Hähnchen mit der Brustseite nach unten darauf legen. Jetzt den Deckel drauf und den Römertopf in den kalten Ofen auf die mittlere Schiene schieben. Den Backofen auf 81 Grad Ober- und Unterhitze einstellen. Nach ca. 50-60 Minuten sollte das Hähnchen in etwa so aussehen. Die Flüssigkeit abgießen. Noch etwas Öl auf der oberen Hälfte verteilen. Jetzt kommt das Hähnchen nochmal für 30 Minuten in den Ofen. Den Rost können wir eine Stufe höher stellen und den Deckel lassen wir vom Topf runter. Das Hähnchen zwischendurch wenden und die andere Hautseite ebenfalls nochmal einpinseln. Ich zeige mal die Menge Flüssigkeit, die ich abgegossen habe. Sollte man wirklich abgießen, nur so wird wird die Haut schön knusprig. So, ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und ihr schaut mal wieder rein. Tschüss!